Mein Gott, wurde auch langsam Zeit. Hab Olivia Marcano ins Krankenhaus gebracht, doch die Nacht wird sie wohl nicht überstehen. Sal kriegt bald mit, er verliert Frisco Fields, weil wir seine Drogengeschäfte übernommen und seinen Grashandel dicht gemacht haben. Das wird er nicht hinnehmen. Unsere Brüder haben dir diesen Bezirk beschafft. Sobald wir offiziell dein Okay haben, passen wir ihn an unsere anderen Operationen an und das Geld sprudelt. Ist deine Sache, wen du rufst, um die Läden zu erobern. Ich respektiere das. Aber hier geht es um langfristige Verantwortung. Du hast mir den letzten Stadtteil anvertraut. Gibt keinen Grund, mir nicht auch den hier zu überlassen. Langsam glaube ich, ich soll hier rausgemobbt werden. Irgendwie kriege ich ständig vermittelt, dass Vito Scaletta bei euch eine Persona non grata ist. Wenn ich mich irre, zeig's mir. Gib mir das Viertel und Marcano wird sich in die Hosen scheißen. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. In der letzten Episode haben wir Olivia auf der Party. Ja, eigentlich haben wir sie nicht getötet, sondern es war Georgie. Ihr eigener, ist es eigentlich der Sohn oder der Bruder? Ich blick da noch nicht ganz durch, ob Sal der Mann ist oder der Vater. Weil Olivia sieht schon was älter aus, als wäre sie seine Frau. Ich denke mal, sie ist seine Frau gewesen, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir hier die Chance, uns nochmal umzu... Warte mal. Mit mir kannst du nichts falsch machen, solange du nett zu mir bist. Ich bekomme ein Nachtsichtgerät, wenn ich es ihm gebe. Nachtsicht. Und durch ihn bekomme ich den Strom ab. Wieso bekomme ich bei Cassandra nichts? Habe ich das schon freigeschaltet bei ihr? Ich wünschte, ich könnte. Ich glaube, ja. Wartet mal gerade. Nicht viele sind mit mir durch dick und dünn gegangen. 307.000, keine Veränderung. Ich werde es ihr geben und das wird dann der letzte Bezirk sein, den sie bekommt. Die Haitianer kriegen diesen Teil der Stadt. Ist das dein Ernst? Ich glaube fast schon, du willst mich hier verscheißern. Mann, zieh deinen Kopf aus dem Arsch, bevor es zu spät ist. Du meckerst nicht nur, weil ich diesen Bezirk bekomme. Pass auf, was du sagst, du Arschgesicht. Wenn du von vornherein schon weißt, wie du es halten willst, dann sag's doch einfach. Und verplepper hier nicht meine Zeit, Mann. Reden können wir später. Verschwinden wir. Ja, Leute. Bleibt cool, den nächsten Bezirk bekommt wieder einer von euch. Wahrscheinlich Vito. So, liebe Leute, ich war mal so frei und hab nach dem letzten Gespräch einen kleinen Cut gemacht. Wir sind jetzt hier unterwegs. Oh, da gibt's ein Erste-Hilfe-Kit. Das nehme ich mir, glaube ich, mit. Bräuchte ich nämlich im Moment. Ja, denn wir wollen zur nächsten Mission. Und zwar habe ich mir gedacht, machen wir in diesem Bezirk weiter. Letztes Mal haben wir, ich glaube, war es der Bezirk? Es ist schon eine Weile her, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe. Deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, welchen Bezirk wir dort erspielt hatten. So. Was ist denn das? Ist das Ding draußen? Ja. Das nehme ich auch noch mit, wo ich hier bin. Ja, und dann wollen wir nämlich einen neuen Bezirk uns erobern für unseren Vito. Na, ich hoffe, dass Burke uns das nicht zu übel nimmt. Cassandra kann es uns auf jeden Fall nicht übel nehmen, wenn mal jemand anders einen Bezirk bekommt. Bei ihr haben wir auch schon so alles freigeschaltet, was wir freischalten wollten. Oder was man freischalten kann, glaube ich sogar, oder? Ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwas... Müsste ich mal gucken. Ich habe auch schon wieder vergessen, was es war, was wir dort freigeschaltet hatten. Kann ich das irgendwo nachschauen? Bestimmt, oder? Verbündete bestimmt, oder? Cassandra... Geschäft und Informationen. Telefonvermittlung, das fehlt noch. Telefone abschalten und Verstärkung rufen. Ja, das brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Wir schauen uns mal an, was Burke so auf Lager hätte. Wer sind die denn hier unten? Ach, das sind die. So, entfernt alle Fahndungszonen. Tragkapazität für Sprengstoff. Entfernt alle Fahndungszonen, Diebstahl besetzter Wagen, besetzte Autos lautlos stehlen. Das sind alles Sachen, die mich eigentlich nicht so interessieren. Und Vito, der hat, glaube ich, noch sehr interessante Sachen. Vollstreckerkommando, schwere Verstärkung rufen, Mafia-Arzt, ein zusätzlicher Gesundheitsbalken, verbesserte Ausdauer und Erholung, Vier-Mann-Team rufen und maximale Anzahl Gesundheitsbalken. Also das sind noch Sachen, die mich alle interessieren würden. Müssen wir mal schauen, ob wir das mit Vito hinbekommen. Achtung. Ob sich das geldtechnisch ausgeht, es wird knapp.
Erstmal reden wir mit Hallo, junger Mann. Grant Perdue oder Perdue oder so. Perdue? Grant Perdue. Gefällt Ihnen der Laden? Ich denke drüber nach, Ihnen... Okay. Und was haben Sie mit Marcanos Organisation zu tun? Mein Freund, ich besitze und leite Kaufhäuser. Aber bei dieser Wirtschaftslage, naja, da habe ich viel überflüssiges Inventar. Kleidung, Elektronikartikel, Sie wissen schon. Ein alter Freund, Artie Higgins, sagt zu mir, Grant, ist doch alles versichert. Lass dir den Plunder von mir abnehmen. Sie ließen sich also beklauen? Ja, meine Trucks. Sollte nur ein einmaliges Geschäft sein, aber verdammt, Artie hat einfach nicht aufgehört. Ich kann das nicht mehr weiter durchziehen. Wohin bringt Artie die Trucks? Hat er mir nie verraten, aber als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, als wollte er sie bei jemand anderem abladen, bei einem, wie nennt man das, einem Hehler. Grant, wenn ich ihre Sachen finde, gehen die sicher in Flammen auf. Tun Sie, was Sie tun müssen, um Artie das Handwerk zu legen. Meine Versicherung hat mich rausgeworfen. Sie sagt, ich sei ein Risikokunde. Ist das frech? Aber wenn Sie mir diesen Truck zurückbringen, sind doch ein paar Mäuse für Sie drin. Artie hat in South Downs ein paar Männer, die für ihn arbeiten. Diebe, alle miteinander. Mal sehen, was ich machen kann. Und Sie tauchen so lange erstmal ab. Ich denke wirklich, du solltest prüfen, was Artis Jungs über meine Trucks wissen. Den Truck zurückbringen, okay. Also doch nicht kaputt machen, oder was? Wir haben hier einmal Alfredo Fred Pace. Fred vertickt Artis Elektrokram im Hinterhof dieses Hauses, als würde er hier wohnen. Der Laden dürfte von blau gekleideten Scherzbolden nur so wimmeln. Also schleich dich durch ein Haus in der Nähe ran oder erlege den Arsch aus sicherer Entfernung. Und dann haben wir noch Santo Clemente. Artie lässt Clemente kleinere Deals mit den Bewohnern dieser Arbeitergegend machen. Wenn du zu laut reinstapfst, lassen die Bullen nicht lange auf sich warten. Die Bullen? Oh Gott, das wäre nicht gut. Befrage Artis Abzocker. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Befragung. Oh, da unten sind auch noch Sachen. Räum das Geldversteck. Das Geldversteck klingt natürlich nicht schlecht. Wo ist denn mein Auto? Da vorne. So, dann schauen wir mal. Ich bin seit neuestem übrigens sehr gerne mit diesem Auto unterwegs. Nicht mit unserem, wie hieß der nochmal, Samson Drifter, glaube ich. Unser schwarzes Muscle Car. Befragen, ja, das Befragen kennen wir schon. Gibt's erstmal ordentlich auf die Schnauze. Niemand befiehlt dir, deine Waffe zu Hause zu lassen. Benutz doch mal deinen gesunden Menschenverstand. So, was hatte ich denn in Waffen dabei? Einen Toaster bei so einem Typen kaufen, dem ein Pistolengriff aus dem Gürtel ragt. Hä? Ich meine doch nur, du hier irgendwo? Erst fängt das Arschloch an und dann haut er ab. Und sieh nach, ob er da drüben ist. Schisser. Er hat einen von uns. Mich hat's erwischt. So. Hier drüben. Schön den Tag versüßt. Du stirbst. Hey. So, der Typ lebt noch, das ist die Hauptsache. Wir sollen ihn ja befragen und nicht töten, aber erstmal nehme ich das Geld mit. Informant entkommt? Der kniet doch hier. Der kann gar nicht entkommen. Du wirst mir jetzt was über Artis Entführungsgeschäfte erzählen. Der Boss hat fette Beute gemacht und will sie versteuern. Ich weiß, wo das stattfinden soll. Na dann, raus mit der Sprache. Ihr seid jetzt Teil meiner Gang. Bam, Junge. 4000 in die Kasse. So läuft das. Davon deine Karre nehme ich auch noch mit. So. Dann gehen wir direkt den nächsten. Oh, das sind, jetzt ist noch einer dazugekommen. Ah, nee, ich habe ja hier die Befragung gemacht. Stimmt. Dann gehe ich erstmal. Ja, da runter. Das Schwarzmarktversteck ausrauben. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich auch wieder. Ja, das ist, hier wird jetzt kein neuer Missionstyp sein in dem Sinne, aber... Naja, mal gucken, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich einfach nur ein Geldlager, was wir dann ausräumen müssen mit ein paar Manneken drumherum, die wir erledigen müssen. Oh ja, das sind ja schon einige hier. Ja, hätte ich mir erstmal den Kerl da schnappen. Oh shit, jetzt hab ich. Ich muss erstmal wieder die Tasten suchen.
ist irgendwie immer das Gleiche. Wenn man dann ein Spiel ein paar Tage nicht gespielt hat und vor allen Dingen mit Dishonored auch noch so ein Schleichspiel in Anführungsstrichen hat, dann, also beziehungsweise Dishonored ist ein Schleichspiel, aber hier Mafia nicht. Trotzdem sind die Tastenbelegungen überall anders. Muss man erstmal wieder reinkommen. So. Versuchen wir es hier drüben. Da kommt jetzt einer mit einer Pumpe. So geht es einfach am schnellsten. Das ist einfach die sicherste Methode, alle auszuschalten. Einfach schön. Mit dem Schalldämpfer. In den Kopf. So, da hinten kommt noch einer und oben noch einer und dann war es das auch schon wieder hier. Ah ne, oben sind noch mehrere. So, hab ich. Und da hinten haben wir noch einen. Und dann sind noch ein paar Wachen oben. Ach, der ist draußen, der Typ. So. Das nehme ich mit. Danke. Aber wenn du im Rückblick auf solche Scheißmomente schaust, fühlt es sich anders an. Wir haben darüber geredet, nochmal zusammenzukommen und ein paar Aufgaben zu machen. Aber ich spüre, dass das lohnt sich doch. Jede Menge Cash. Ich glaube, ich habe was übersehen hinten. Ah, hier liegt noch ein bisschen was. Was der alles verkauft, ne? Für ein Kram. Rasenmäher, Radios. So, hier muss ich noch hoch. Wo ist denn die Treppe? Gibt es eine Treppe oder muss ich eine Leiter nehmen? Da hinten. Ach, du bist auch einer von den Wachen. Na komm. So. Da hinten noch der eine Kerl. Dann haben wir das alles erledigt hier. So, wo ist er? Wo ist er? Dass die einen aber auch nicht hören, ne? So wirklich so gar nicht. So, hatte ich hier oben noch? Ja, da hinten. Hehlerware. Runtergehen. Da liegt, glaube ich, auch noch ein bisschen Geld rum. Und natürlich die Ware. So, hier liegt noch ein Paket. Ein Geldbündel. Und hier, das habe ich hier ganz übersehen. Oh ja. Oh ja. 5000. Sind die eigentlichen Schätzchen, die blauen Geldkassetten. So, das habe ich. Hier oben ist aber noch, da ist noch Kram. Wieso habe ich den nicht gesehen? Weil ich nicht in der Ecke gewesen bin wahrscheinlich, ne? Das ist bestimmt Geld. Schnell da hinten. Oh, ich brauche dringend diese Ausdauer von Vito. Was auch immer Vito damit zu tun hat, dass Lincoln mehr Ausdauer bekommt. Man sollte nicht alles hinterfragen. Oh ja, oh ja, oh ja. Sehr schön. Das gab jede Menge Kohle. 24.000 Dollar. Das hat sich doch mal richtig gelohnt. So, wir nehmen die nächste Mission. Und zwar werden wir... Hatten wir nicht noch so ein Ding, wo wir alles ausräumen konnten? Ich dachte, das wäre mehr gewesen. Hm.
Dann willst du Fred Pace uns aufmachen. Wo ist denn mein gelber Flitzer? Da hinten muss er irgendwo geparkt sein, genau. Oh, Lincoln, du hast wirklich gar keine Ausdauer. Und du bist im Krieg gewesen? In Vietnam? Bist du da nur Motorrad gefahren oder was? Oder Hubschrauber geflogen? Typ hat ja gar keine Ausdauer. Haben wir jetzt 30.000 Schaden verursacht, ne? Fast mit diesem Auftrag hier nur. Sehr krass. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich jetzt nicht draufgehe mit meinem 24.000 an Bord. Oder ich werde, glaube ich, vorher die Consigliera kommen lassen. Das ist mir zu hoch, das Risiko, dass ich irgendwie draufgehe oder so. So, ich werde sie mal holen. Genau, da ist sie. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in South Downs. Etwas Geduld, bin sofort da. Das Praktische ist ja, dass es wirklich nichts kostet und auch nicht lange dauert, bis sie kommt. Da kommt sie schon, aber sie steckt irgendwie fest, ne? Sie steckt irgendwie im Stau. Was ist da los? Normalerweise kommt sie viel schneller. Die steckt tatsächlich da in irgendeinem Auto. Das haben wir so auch noch nicht gehabt. Die quatscht da irgendwie mit einem. Hey, ich bin hier, der Typ. Sie quatscht da irgendwelche Leute an, ob sie was für sie aufbewahren kann. Okay, ich wäre dann soweit. Oh Mann, ey. Wieder ein Bug entdeckt. Der hat aber, glaube ich, was mit der Quest zu tun, denn wir sehen da ja die roten Pfeile auf der Minimap. Das sind diese zufälligen Spacken, die hier rumfahren, die man auch ausnehmen kann, die auch Hehlerware bei sich haben. So, dann muss ich jetzt wieder den einen Kerl töten. Oder was ist wieder? Tötungsmission hatten wir diese Episode noch nicht. Ah. Schuhe bringen mich echt um. Rein theoretisch könnte ich wirklich mal mit dem Snipergewehr solche Sachen machen und dann wirklich von außerhalb. Man muss ja eigentlich gar nicht alle töten. Aber ich töte nur mal so gern. Du schon wieder, hä? Komm, das Ding hat so gut wie keine Macke. Jetzt heul hier nicht rum. Also ich weiß echt nicht, ob der Preis angemessen ist. Zack. Mein Kopf, Junge. Schon so gut wie erledigt. Oha. Jetzt habe ich sie alle gerufen. Die Schrotflintentypen sind halt immer besonders gefährlich, ne? Die machen halt richtig Schaden. Da hinten ist noch einer. Den muss ich zuerst ausschalten. Okay. Ich hab ihn. Komm hierher. Wen hast du denn? Du bist tot, Junge. Zack, tot. Oh, da vorne ist ja sogar noch ein Wachposten und der hat keine Verstärkung gerufen. Da habe ich aber richtig Glück gehabt. Da habe ich richtig Glück gehabt. So, wo ist er? Gleich geht's dir an den Kragen. Ich bekomme noch Munition. Haben die alle keine Pistolen dabei? Doch. So, das Geld nehme ich natürlich auch noch mit. Alles meins. Und das nehme ich auch noch mit. Was ist das? Kommt und macht mit der dritten jährlichen Nachbarschaftsparty. Essen, Getränke, Gewinne diesen Sonntag von Mittag bis Sonnenuntergang. Sehr schön. Das mache ich noch kaputt. Und hier ist es so ein Truck, den ich klauen kann. So ein Hehler-Truck? Ich glaube nicht, oder? Dann werde ich wieder meine Karre nehmen. Wo habe ich denn geparkt? Da vorne. $6.000 war jetzt nicht so lukrativ. So, dann werden wir noch ihn hier ums Eck bringen. Und dann haben wir noch zwei weitere Missionen. Liebe Leute, das werde ich ohne euch machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Würde mich zumindest freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und dann werde ich wahrscheinlich diesen ganzen Missionen hier abgeschlossen haben. Ihr kennt das ja bereits. Das wiederholt sich eh immer wieder. Und dann werden wir schauen, wie hieß er denn nochmal? Der gute
Chevy Chase. Für mich sieht er ein bisschen aus wie Chevy Chase, nur ein Dick. Ja, was der zu sagen hat. Wollen wir mal schauen, vielleicht konnten wir ihm helfen. Bei seinen Versicherungsproblemen. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Shot.